Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen bei den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen und es geht um eine Wirkstoffgruppe, nämlich Glucocorticoid und Antibiotikum äußerlich angewendet. Das gibt es in Gelb mit Einschränkung geeignet und in Rot wenig geeignet. Ich lese vor. Glucocorticoid und Antibiotikum in Klammern äußerlich. Glucocorticoide wirken entzündungshemmend, antiallergisch, juckreizstillend und hemmen die Zellvermehrung. Diese Wirkeffekte können bei Hauterkrankungen von Nutzen sein. Betamethason und Fusidinsäure, Betamethason und Gentamicin und Fluoprednidin und Gentamicin. Gelb, mit Einschränkung geeignet bei Ekzemen und Neurodermitis. Nur zur Anfangsbehandlung, wenn gesichert ist, dass der Hautausschlag bakteriell infiziert ist. Dass die Kombination wirksamer ist als die Einzelmittel, sollte noch besser belegt werden. Und jetzt Fluoquinolon und Neomycin, rot. Wenig geeignet bei Ekzem und Neurodermitis, auch wenn der Hautausschlag bakteriell infiziert ist. Das Antibiotikum führt besonders häufig zu Allergien. Der erläuternde Text. Äußerlich eingesetzte Antibiotika führen häufig zu Allergien und Resistenzen und sollten daher möglichst vermieden werden. Präparate, die Fusidinsäure oder Gentamicin enthalten, sind mit Einschränkung geeignet. Bei Ekzemen ohne bakterielle Infektion sind diese Kombinationspräparate nicht sinnvoll. Monopräparate mit einem Glucocorticoid sind in solchen Fällen vorzuziehen. Wichtig zu wissen. Länger als 7 bis 10 Tage sollten Sie diese Kombinationspräparate nicht anwenden. Das ist gerade der Herd, ich mache mir eine Suppe warm. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Neomycinhaltige Arzneimittel können auf große Hautflächen aufgetragen das Gehör und die Nieren schädigen. Wird Ihr Hörvermögen bei der Therapie schlechter, treten Ohrgeräusche, Gleichgewichtsstörungen oder Schmerzen in der Nierengegend auf, müssen Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Weitere wichtige Angaben zu Anwendungshinweisen. Unerwünschten Wirkungen sowie weitere Hinweise, Kinder, Jugendliche, Schwangerschaft, Stillzeit, finden Sie unter Glucocorticoide äußerlich, siehe Seite 68. So, das ist das, was ich in der Folge davor vorgelesen habe. Es geht weiter mit Glucocorticoide und Antiseptikum äußerlich angewendet. Und vorher gibt es eine Suppe.